Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Heute ist Mittwoch, der 16.3. Und wir schauen heute mal rein, wieso die Energien für den heutigen Tag sind. So. Wir nehmen heute als erstes das Engeltherapie-Orakel und gucken mal, welchen Hinweis wir kriegen. Ich werde zwei Karten nehmen. Na, du bist verdächtig, dann nehmen wir dich. Und dann gucken wir mal rein, was heute für uns hier als Kollektiv wichtig sein könnte. Wir haben hier einmal die Zwillingsflamme. Zu der Antwort auf deine Frage gehört eine spirituell orientierte Beziehung. Also nicht nur irgendeine Beziehung, sondern eine spirituell orientierte Beziehung. Und dann haben wir hier noch die Karte des Loslassens. Arbeite mit Erzengel Michael zusammen, um alles loszulassen, was nicht länger dir und deiner Lebensaufgabe dient. Könnte sein, dass es hier noch einmal darum geht, heute Verbindungen zu prüfen. Es kann sein, dass du dich vielleicht nur aus Gewohnheit oder schlicht und ergreifend aus Gewohnheit oder aus Zweckgemeinschaften mit Leuten verbindest, also dass du irgendwie in Abhängigkeiten steckst, etwas, eine Verstrickung oder eine Gewohnheit, die dir jetzt nicht mehr gut tut, denn da wartet etwas Neues auf dich. Du wartest vielleicht noch auf deine Zwillingsflamme, deine Dualseele, deinen Herzensmenschen, was auch immer, wie auch immer man das gerne betiteln möchte. Aber du möchtest das alles hier in einem höheren Bewusstsein haben. Ich denke, wenn du dieses Video schaust und mit ihm in Resonanz gehen kannst, dann kann es heute für dich sein, dass du keine Lust mehr hast, oberflächliche Beziehungen einen Raum zu geben in deinem Leben. Sei es nun mit Freunden, Familie oder einer Partnerschaft. Ich glaube, du hast keine Lust mehr, dein Licht unter den Scheffel zu stellen. Und an dieser Stelle ist es vielleicht notwendig, zu lernen, dass man manchmal Menschen auch loslassen muss, wenn sie nicht unsere Bedürfnisse befriedigen, aber es heißt nicht, dass ich jetzt meine, man sollte das an den anderen abgeben, dass der dafür zuständig ist, die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern was ich meine, der trifft uns nicht dort, wo wir energetisch getroffen werden wollen. Also es kann sein, dass es hier Menschen gibt, die dich zwar mögen oder die dich vielleicht sogar lieben, die dich wertschätzen, aber die trotzdem nicht deine Bedürfnisse sehen und darauf reagieren können. Na, was nicht bedeutet, dass man die Verantwortung nach außen abgibt und sagt, jemand anders ist zuständig für meine Bedürfnisbefriedigung. Aber ganz ehrlich, wenn wir eine Beziehung führen, eine Liebesbeziehung vor allen Dingen, dann geht es halt einfach auch darum, das Energiefeld des anderen mitzutragen. Wir tragen einander dann gemeinsam in einer energetischen Verbindung. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn dieses höhere Bewusstsein halt für den Sinn einer Partnerschaft an dieser Stelle nicht gegeben ist, kann es sein, dass du hier nochmal aufgefordert bist, den ein oder anderen energetischen Fallstrick noch einmal zu lösen. Das kann man natürlich mit Hilfe von Erzengel Michael tun. Wenn du magst, ich verlinke dir unterhalb dieses Videos nochmal einen Querverweis zu meiner Homepage. Da habe ich ein Gebet aufgeschrieben, also mein Gebet, unter anderem halt auch die Anrufung von Erzengel Michael. Unten drunter, wie gesagt, kannst du dir gerne später nochmal ansehen. Dann haben wir hier dein inneres Kind. Denn diese Grundbedürfnisse, die gestillt werden wollen, die darfst du in erster Linie halt selber stillen, dein inneres Kind immer wieder in den Arm nehmen, dir überlegen, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, wo habe ich vielleicht noch Defizite aus der Kindheit mitgebracht, wo habe ich selber auch falsche Verhaltensweisen mitgebracht, was kann ich tun, um mein inneres Kind zu schützen, aber auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es reift, dass es sich gesehen, geborgen und wertgeschätzt fühlt, sodass wir einfach immer mehr zu unserem vollständigen, erwachten und erwachsenen Ich transformieren können. Genau. Ich bin geneigt dazu, die Kraft der Liebeskarten zu nehmen. Allerdings wollte ich heute Abend auch nochmal eine Herzensmensch-Orakellegung machen. Also ich lege jetzt hier einmal aus. Es kann ja auch sein, dass wir hier verschiedene Energien heute im Feld haben. Aber für mich fühlt sich das hier heute ziemlich loslassig an. So als ob man sich
ja, auf sich selber zurückbesinnt. Ich habe das Gefühl, viele von uns hier im Kollektiv sind an einem Punkt, wo sie eine gereifte Beziehung bevorzugen, anstatt einfach nur irgendeine Beziehung. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also es geht darum, dass wirklich diese Beziehung sich einfach wohlig anfühlt, dass sie sich nicht verstrickt anfühlt, dass sie sich nicht schon am Anfang der Beziehung so anfühlt, als ob negative Fremdeinflüsse ständig dein Energiesystem stören. Und das kann entweder etwas mit deiner eigenen Wahrnehmung manchmal zu tun haben, auch wenn das eine gute Beziehung ist, kann es sein, dass du deine eigenen Themen noch anschauen darfst. Manchmal ist es aber auch so, dass gewisse Dinge einfach nicht zusammenpassen, auch wenn man bemüht ist, so ist das manchmal im Leben. Spür da immer in dich rein, ob du jetzt schon bereit bist, hier jemanden loszulassen oder ob du bereit bist, auch vielleicht alte Muster, Glaubenssätze und Verstrickungen loszulassen, die in irgendeiner Weise dich daran hindern, dich selbst in ein höheres Bewusstsein zu erheben. So, gucken wir mal rein. Was haben wir hier? Ja, Luft nach oben, sagt die eine Karte. Da ist auf jeden Fall noch Platz, um diese Beziehung, um die es hier eventuell geht, tatsächlich mit Wahrhaftigkeit zu füllen. Dann haben wir hier die Karte Out of Energy, also kraftlos, energielos und einen Glückspilz. Die Frage ist, ob es gerade eine glückliche Fügung ist, dass das Ganze stecken geblieben ist oder ob diese glückliche Fügung dadurch entsteht, dass du dein Energiesystem klärst. Das kann ich dir an dieser Stelle gerade aber auch nicht beantworten. Ich werde nochmal mit den anderen Karten von Karin reinschauen. Nehmen wir auch so 3 Stück, würde ich sagen, und gucken wir mal. So eine kleine Vorschau sozusagen vielleicht auf das, was nachher noch kommt in der größeren Legung. Aber für heute Morgen wollen wir es dann gleich einfach auch mal dabei belassen. So, schauen wir mal rein. Also hier ist auf jeden Fall noch Platz nach oben, diese Zwillingsbeziehung oder eine spirituell orientierte Beziehung, auch wenn das fernab von solchen Dualseelen, Zwillingsflammen, bla bla ist. Eine Beziehung, die dich weiterbringt. Das Loslassen, vielleicht auch die Arbeit mit Erzengel Michael, wird dich auf jeden Fall auch glücklicher machen und dafür sorgen, dass du noch besser erkennst, was los ist. Dann haben wir hier die Karte Außergewöhnlich. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Alter, dadurch unterschiedliches Denken und Handeln. Trotzdem seid ihr euch sehr ähnlich und verbunden. Kann auch sein, dass es nicht die Kulturen und das Alter ist, sondern vielleicht auch die Lebenseinstellung oder die Weltanschauung. Es ist natürlich schwierig, eine spirituell orientierte Liebesbeziehung mit jemandem zu führen, der halt weder spirituell ist, noch daran interessiert ist, sich für sein höheres Bewusstsein zu öffnen. Dann ist es einfach im Alltag so gut wie unmöglich, seine eigene Seele zu übersetzen, weil man immer nur dabei ist, sich zu erklären. Denkt darüber nach. Dann haben wir hier die Geborgenheit. Er möchte eine gemeinsame Zukunft mit dir, dich beschützen, behüten und dir treu sein. Sex ist ihm sehr wichtig. Nun ist es soweit, dass er dir körperlich näher kommen möchte. Ja, das ist natürlich interessant an dieser Stelle, aber die Frage ist, ob der Wille nach einer gemeinsamen Zukunft an dieser Stelle ausreicht, um dir auch das Gefühl von Geborgenheit zu geben, um dir auch energetisch das Gefühl zu geben, beschützt und behütet zu sein. Ja, ich belasse es mal dabei. Dann haben wir hier den Betrug. Wenn du es nicht bist, ist er es, einer von euch geht fremd. Wer von euch beiden sieht hier dem anderen, dem Glück nicht ins Auge? Weiß ich nicht, spüren dich rein. Das kann ich jetzt pauschal nicht für das ganze Kollektiv sagen. Vielleicht hast du auch nur das Gefühl, betrogen zu werden, weil hier mit dem inneren Kind und darunter Geborgenheit und Betrug, das ist so ein typisches Waagespiel. Das kann auch Ängste andeuten, die einfach, die einfach pendelnd sind, ne? Schnell von hier nach da schwingen. Ich könnte mir hier auch ein Gegenüber vorstellen, das sehr kindlich agiert, beziehungsweise sehr aus seinen animalischen Trieben heraus agiert, so nach dem Motto, ja, wenn sie sich mir hier halt nicht öffnet, dann suche ich mir halt jemand anderen. Könnte sein, muss nicht sein. Vielleicht wird auch nur mit den Gedanken gespielt, dass das so sein könnte. Die Frage ist, seid ihr euch so unähnlich hier im Denken und Handeln, dass das einfach nicht überbrückt werden kann? Oder klärst du erstmal dein eigenes Energiefeld, um zu gucken,
ob das trotzdem noch etwas werden kann. Hier ist einfach ein Moment der Stille gefragt, ein Moment, wo du dich selber mit dir verbindest und wie gesagt, vielleicht mit Erzengel Michael, um deine Aura zu reinigen und dich in eine blaue Lichtschutzhülle einbetten zu lassen. Überlege es dir. Ja. Ich finde nicht, dass es hier eine abschließende Botschaft gibt heute. Es kann sein, dass es einfach sich für viele Menschen auf viele unterschiedliche Weise heute zeigen möchte. Ich wünsche euch aber dennoch, auch wenn sich das hier so ein bisschen energiezehrend anfühlt und so ein bisschen so eine Resignationsenergie mitschwingt, so nach dem Motto, ja, ich mag diesen Menschen, ich mag ihn wirklich sehr, vielleicht liebst du diesen Menschen hier auch, aber du merkst vielleicht, dass es ein Problem gibt, die Energiesysteme miteinander zu verbinden, einfach weil sie auf unterschiedlichen Schwingungsebenen angesiedelt sind. Und ich meine das nicht wertend, sondern einfach, jeder kann ja sein Leben so leben, wie er es gerne möchte, aber vielleicht bist du wirklich mehr daran interessiert, eine spirituell orientierte Beziehung zu leben, mit allem, was dazugehört, natürlich auch mit dem sexuellen Part und dem Schutz und so. Aber ich glaube, an dieser Stelle habe ich einen Menschen, der mehr Wert auf Vertrauen, Zuneigung und Geborgenheit legt. Und erst wenn das alles hier da ist, wenn du halt diese Ängste auch losgelassen hast, die vielleicht noch dazugehören und deine eigene Energie wieder geklärt hast, dann kannst du dich hier fallen lassen für körperliche Aktivitäten. Die Frage ist, ob dein Gegenüber auch so gepolt ist oder ob dieser Mensch denkt, durch diese körperliche Verbindung würde automatisch der Rest der Beziehung auch besser werden. Also das ist ja auch so ein Denken, so mit dem Motto, ja, wenn wir erstmal intim sind, dann wird sich der Rest schon regeln. Spür da in dich rein, ob du dich auf der einen oder anderen Seite wiederfindest und dann ziehe deine eigenen Rückschlüsse für dich daraus, wie du mit der Situation am besten umgehen möchtest, um wirklich eine Liebesbeziehung zu haben, die wirklich auch von Dauer ist und deinem inneren Kind auch die Sicherheit gibt, geborgen, geliebt und wertgeschätzt zu werden und nicht in dieser Angst leben zu müssen, dass, wenn du dich nicht adäquat verhältst, dein Gegenüber dich vielleicht zum Beispiel betrügt, verlässt, oder der einfach die Aufmerksamkeit immer dann entzieht, wenn es ihm gerade halt nicht passt und du dann immer wieder aus dieser Geborgenheit herausfällst. So, gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Bitte erschießt nicht den Überbringer der Nachricht. Sie ist ja nicht ganz so rosig, aber was soll's? Das Leben ist ja nicht immer nur Zuckerwatte und Rosabrille, ne? Gut, ich hoffe, wir sehen uns gegebenenfalls heute Abend nochmal bei der Herzensmenschlegung wieder, wenn du Lust hast. Ansonsten wünsche ich dir auch so einen sehr erkenntnisreichen Tag, einen sehr selbstliebeorientierten Tag, der dich hoffentlich zu neuen Erkenntnisprozessen bringt. Und dann freue ich mich über Likes, Kommentare. Vielen Dank auch für die Spenden, die wieder eingegangen sind. Das ist wirklich sehr großzügig und liebevoll von euch. Wer möchte, kann zurzeit immer noch persönliche Kartenlegungen buchen. Ich bin zurzeit fleißig dabei. Die Wartezeit beträgt ungefähr 3 bis 7 Tage. Wer Lust hat und eine Frage zu seiner Situation stellen möchte, kann dies gerne tun. Alle notwendigen Informationen findest du unterhalb dieses Videos in der Infobox. Und wenn ich dran gedacht habe, findest du auch den Link dazu zu dem Gebet auf meiner Homepage. Gut, wer Lust hat, kann sich auch noch gerne im Newsletter eintragen, der am 1. April rausgehen wird. Ich hoffe, ich schaffe es dann, eine Monatslegung aufzunehmen für den April. Im letzten Monat habe ich das leider nicht geschafft, weil mein Telefon kaputt gegangen ist. So, und jetzt geht's aber alles wieder und ich hoffe, dass es dann hier auch weitergehen darf. So, jetzt höre ich aber auf, mich um Kopf und Kragen zu reden. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao, ciao oder bis später.